Also mir wird vorgeworfen, ich sei ein Schwätzer, was ich mache, sei nur Sport und was er damit ist, Kernspecht gemeint, wäre Selbstverteidigung. Also ein alter Mann von über 70 Jahren würde mich in der Pfeife rauchen. Und der Kommentierende hier vergisst vielleicht, dass ich ausgebildeter Instruktor im Krav Maga bin und 10 Jahre Erfahrung als Türsteher habe. Also ich habe mehr Erfahrung auf der Straße und in Selbstverteidigung als euer Hampelmann jemals in seinem Leben auch nur ansatzweise haben könnte. Und wenn du auch nur einen Funken Ahnung vom Kämpfen hättest, wüsstest du, dass Faust immer Faust ist. Die Leute, die immer so groß labern vom Unterschied zwischen Sportkampf und Selbstverteidigung, haben in 90% der Fälle zero Ahnung von auch nur einem von beiden. Die Leute erzählen mir was über Unterschied von Profi-MMA und Straßen und dann, wie viele Profi-MMA-Kämpfe hast denn du? Komm. Pack mal die Eier auf den Tisch und sag, was Sache ist. Du sprichst über etwas, von dem du keine Ahnung hast. Ist dir das nicht unendlich peinlich, Mann? Und dann sprichst du von Selbstverteidigung. Wo ist deine Ahnung von Selbstverteidigung? Ha? Bist du ausgebildeter Trainer? Wo, hast du Türstehererfahrung? Kannst du das vergleichen? Kannst du das vergleichen mit Profikämpfen? Hast du welche? Wo ist dein Record? Nein, ihr seid einfach nur Labersäcke. Und weil du ein Labersack bist, glaubst du, das Härteste, wie man andere beleidigen kann, ist ein Labersack. Es ist fast immer diese Projektion von den eigenen Schwächen auf die anderen. Und wie fast immer, wenn eine kognitive Dissonanz entsteht, wenn jemand die offensichtlichen Lügen eures Gurus aufdeckt, dann fühlt ihr euch halt angegriffen und werdet aggressiv. Aber jeder auch nur halbwegs vernünftige Mensch hätte kein Problem damit anzuerkennen, dass ihr über 70-jährige Trainer keine Chance in einem Kampf hätte gegen einen knapp über 30-jährigen Kämpfer. Hey, also ihr seid völlig durch den Wind mit wie viel Lügen ihr euch erzählen lasst. Wenn du unbedingt in deiner Lügentraumwelt weiterleben willst, dann halt dich halt fern von diesem Kanal, Mann. Dann schau halt die Lügen von eurem Kernspecht und schau die Videos von mach mal den Boxer, verteidig dich gegen einen Boxer, dann kommt einer so. Oder gegen einen Ringer und dann kommt der Ringer so. Und lernt halt solchen absoluten Unfug, solchen Bullshit von eurem Möchtegern-Guru und stopft dem tausende Euro in die Tasche, um solchen Unfug zu lernen. Und lasst euch von irgendwelchen Zirkustricks verarschen, die ihr an Seminaren zeigt, die jeder halbwegs talentierte Taschenspieler längst gelernt hat. Und ihr lasst euch das als großes Kung-Fu verkaufen. Also ist einfach echt tragisch und peinlich. Und dann kommst du mir hier so mit deinen ahnungslosen Worten. Nein, komm ey, trainier besser mal auch nur einen Tag echte Kampfkunst und dann sprich weiter.